Was wäre, wenn ein Stern durch unser Sonnensystem rast? Klingt wie Science Fiction, oder? Könnte aber tatsächlich passiert sein. Vor Milliarden von Jahren könnte sich ein fremder Stern unserem Sonnensystem gefährlich genähert haben. Ein faszinierender Gedanke, der Astronomen weltweit beschäftigt. Er wirft Fragen auf über unsere kosmische Nachbarschaft und die Entstehung unseres Sonnensystems. Lasst uns gemeinsam in dieses spannende Kapitel der Astronomie eintauchen. Was wäre, wenn dieser Stern unser Sonnensystem komplett durcheinandergewirbelt hätte? Könnte er die Bahnen unserer Planeten beeinflusst haben? Diese Fragen sind nicht nur für Wissenschaftler interessant. Sie helfen uns, die Geschichte unseres eigenen Planeten und die Entstehung des Lebens besser zu verstehen. Aber wie nah war uns dieser Stern wirklich? Diese Frage führt uns auf eine faszinierende Reise durch die Weiten des Universums. Um das zu verstehen, müssen wir uns erstmal die riesigen Entfernungen im Weltall vorstellen. Die Dimensionen sind so gewaltig, dass sie unser Vorstellungsvermögen sprengen. Voyager 1, die am weitesten von uns entfernte Raumsonde, ist seit über 40 Jahren unterwegs. Sie wurde 1977 gestartet und hat seitdem unermüdlich Daten zur Erde gesendet. Sie hat eine unglaubliche Distanz von über 20 Milliarden Kilometern zurückgelegt. Das ist weiter als von hier bis zum nächsten Stern und zurück. Diese Reise zeigt uns, wie winzig unsere Position im Universum ist. Doch selbst diese Entfernung ist winzig im Vergleich zur Leere des Weltraums. Der Raum zwischen den Sternen ist so groß, dass selbst Lichtjahre wie winzige Schritte erscheinen. Und der Stern, der uns vor Milliarden Jahren besuchte, kam uns wahrscheinlich näher, als Voyager 1 heute von uns entfernt ist. Diese Begegnung war ein seltenes und bedeutendes Ereignis in der Geschichte unseres Sonnensystems. Möglicherweise näherte er sich der Sonne sogar stärker als Proxima Centauri, unser Nachbarstern, der nur 4,2 Lichtjahre entfernt ist. Das ist unvorstellbar nah. Proxima Centauri ist der nächste bekannte Stern zur Sonne und dennoch scheint er unendlich weit weg. Dieser nahe Vorbeiflug blieb natürlich nicht ohne Folgen. Die gravitativen Kräfte eines solchen nahen Sterns können erhebliche Auswirkungen auf die Bahnen der Objekte in unserem Sonnensystem haben. Die Schwerkraft des Sterns zog an den äußeren Regionen unseres Sonnensystems. Besonders betroffen war die Oortsche Wolke, eine riesige Ansammlung von eisigen Körpern am Rand unseres Sonnensystems. Wie ein Stein, der Wellen in einem Teich erzeugt, verursachte er Turbulenzen in der kosmischen Nachbarschaft unserer Sonne. Diese Turbulenzen könnten Kometen und andere Objekte in Richtung der inneren Planeten geschleudert haben, was möglicherweise zu bedeutenden Ereignissen auf der Erde führte. Aber Moment mal, woher wollen wir denn wissen, was vor Milliarden von Jahren passiert ist? Diese Frage mag zunächst unlösbar erscheinen, doch die Antwort liegt direkt über uns in den Sternen. Die Antwort liegt in den Sternen selbst, genauer gesagt in ihren Bewegungen. Die Sterne sind wie kosmische Geschichtsbücher, die uns Geschichten aus der Vergangenheit erzählen können. Astronomen nutzen hochkomplexe Computersimulationen, um die Bahnen von Sternen und anderen Himmelskörpern zu rekonstruieren. Diese Simulationen sind das Ergebnis jahrelanger Forschung und technologischer Fortschritte. Stellen Sie sich das vor wie eine kosmische Zeitmaschine. Mit diesen Simulationen können wir Milliarden von Jahren in die Vergangenheit reisen und die Bewegungen der Sterne nachvollziehen. Susanne Pfalzner, eine Astronomin an der Universität von Colorado, und ihr Team haben über 3000 solcher Simulationen durchgeführt. Diese Arbeit erfordert nicht nur technisches Know-how, sondern auch eine tiefe Leidenschaft für die Geheimnisse des Universums. Sie haben ihre Computer mit Daten über die Positionen und Geschwindigkeiten von Sternen und anderen Objekten in unserer kosmischen Nachbarschaft gefüttert. Die Ergebnisse waren verblüffend. Diese Daten sind wie Puzzleteile, die zusammengefügt werden, um ein Bild der Vergangenheit zu erstellen. Die Simulationen zeigten, dass ein naher Vorbeiflug eines Sterns die einzig plausible Erklärung für die ungewöhnlichen Bahnen einiger Objekte am Rande unseres Sonnensystems ist.
Diese Erkenntnis könnte unser Verständnis des Universums revolutionieren. Es ist, als würden wir einen Blick in die Vergangenheit werfen. Durch die Kombination von Technologie und Wissenschaft können wir die Geheimnisse des Universums entschlüsseln und die Geschichte der Sterne nachzeichnen. Besonders interessant sind die sogenannten transneptunischen Objekte oder kurz TNOs. Diese eisigen Welten befinden sich jenseits des Planeten Neptun, in den eisigen Außenbezirken unseres Sonnensystems. Ihre Bahnen sind oft exzentrisch und geneigt, ganz anders als die geordneten Bahnen der Planeten. Es ist, als würde jemand die kosmische Ordnung durcheinandergebracht haben. Die Simulationen von Falzner und ihrem Team zeigten, dass der Vorbeiflug des Sterns diese Unordnung erklären könnte. Die Schwerkraft des Sterns hätte die Bahnen der TNOs gestört und sie aus ihren ursprünglichen Bahnen geworfen. Dieser kosmische Billardstoß hatte weitreichende Folgen. Einige TNOs wurden ins Innere des Sonnensystems geschleudert, während andere in die eisigen Tiefen des Weltraums katapultiert wurden. Ein echtes kosmisches Durcheinander. Der Stern hat aber nicht nur Chaos hinterlassen. Er hat auch eine faszinierende Spur von Veränderungen im Sonnensystem bewirkt. Er könnte auch zur Entstehung von Monden beigetragen haben. Genauer gesagt, den sogenannten unregelmäßigen Monden. Diese Monde sind besonders interessant, weil sie uns viel über die Dynamik und Geschichte unseres Sonnensystems verraten können. Unregelmäßige Monde sind sozusagen die schwarzen Schafe unter den Monden. Sie haben oft bizarre Formen und unterscheiden sich stark von den regulären Monden, die wir kennen. Sie unterscheiden sich von ihren normalen Geschwistern durch ihre ungewöhnlichen Bahnen. Diese Bahnen sind oft exzentrisch und weichen stark von den typischen Umlaufbahnen ab, die wir bei regulären Monden beobachten. Sie umkreisen ihre Planeten oft in großen Entfernungen, auf stark geneigten oder sogar retrograden Bahnen, also entgegengesetzt der Drehrichtung ihres Planeten. Diese ungewöhnlichen Bahnen machen sie zu einem faszinierenden Forschungsobjekt. Wissenschaftler vermuten, dass diese Monde einst unabhängige Objekte waren, die von der Schwerkraft der Gasriesen eingefangen wurden. Dieser Einfangprozess ist komplex und erfordert spezielle Bedingungen, die durch äußere Einflüsse wie den Vorbeiflug eines Sterns begünstigt werden können. Der Vorbeiflug des Sterns könnte diesen Prozess begünstigt haben. Durch seine gravitative Wirkung könnte er die Bahnen von Objekten im äußeren Sonnensystem destabilisiert und so die Voraussetzungen für das Einfangen von Monden geschaffen haben. Indem er die Bahnen von Objekten im äußeren Sonnensystem durcheinanderbrachte, schuf er günstige Bedingungen für das Einfangen von Monden. Diese chaotischen Bahnen führten dazu, dass einige Objekte in die Nähe von Gasriesen gelangten und von deren Schwerkraft eingefangen wurden. Die unregelmäßigen Monde sind deshalb so spannend, weil sie uns wertvolle Informationen über die Vergangenheit unseres Sonnensystems liefern können. Ihre ungewöhnlichen Bahnen und Eigenschaften sind wie ein Fenster in die frühe Geschichte des Sonnensystems. Sie sind wie kosmische Zeitkapseln, die uns einen Blick in die Zeit des Vorbeiflugs des Sterns ermöglichen. Durch das Studium dieser Monde können Wissenschaftler Rückschlüsse auf die Bedingungen und Ereignisse ziehen, die zur Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems geführt haben. Indem wir die Zusammensetzung und die Bahnen unregelmäßiger Monde untersuchen, können wir mehr über die Bedingungen im frühen Sonnensystem erfahren. Zum Beispiel können wir herausfinden, wo diese Monde entstanden sind und welche Materialien sie enthalten. Die Erforschung unregelmäßiger Monde ist daher von großer Bedeutung für unser Verständnis der Geschichte unseres eigenen Sonnensystems. Sie hilft uns, die Entstehung und Entwicklung von Planetensystemen besser zu verstehen. Doch die Erforschung unregelmäßiger Monde steht noch am Anfang. Noch viele Fragen sind offen und warten darauf, von zukünftigen Missionen beantwortet zu werden. Neue Teleskope und Weltraummissionen werden uns helfen, die Geheimnisse der unregelmäßigen Monde zu lüften. Das Vera-Rubin-Observatorium, das gerade in Chile gebaut wird, wird den Himmel mit bisher unerreichter Genauigkeit kartieren können. Stellen Sie sich das vor: Ein Teleskop, das den gesamten Himmel in nur wenigen Nächten erfassen kann. Mit dem Vera-Rubin-Observatorium werden Astronomen in der Lage sein, noch mehr unregelmäßige Monde zu entdecken
und ihre Bahnen genauer zu vermessen. Dies wird uns helfen, die Geschichte des Vorbeiflugs des Sterns und seine Auswirkungen auf unser Sonnensystem noch besser zu verstehen. Die Erforschung unregelmäßiger Monde ist ein spannendes Kapitel der modernen Astronomie. Sie zeigt uns, dass unser Sonnensystem kein statischer Ort ist, sondern ständigen Veränderungen unterworfen ist. Der Vorbeiflug des Sterns vor Milliarden Jahren ist nur ein Beispiel für die vielen Ereignisse, die unser Sonnensystem geprägt haben. Die kosmische Weite ist voller Wunder und Geheimnisse, die darauf warten, von uns entdeckt zu werden. Jedes neue Puzzleteil, das wir finden, vertieft unser Verständnis des Universums und unseres Platzes darin. Die Erforschung des Kosmos ist eine Reise ohne Ende, die uns immer wieder in Staunen versetzt. Es ist faszinierend zu wissen, dass wir Teil dieses riesigen Universums sind und dass es noch so viel zu entdecken gibt. Die Erforschung des Weltraums ist nicht nur eine wissenschaftliche Aufgabe, sondern auch ein Abenteuer für die Menschheit. Sie zwingt uns, über den Tellerrand zu schauen, unsere Vorstellungskraft zu erweitern und unsere Grenzen zu überwinden. Indem wir die Geheimnisse des Kosmos erforschen, lernen wir nicht nur etwas über das Universum, sondern auch über uns selbst. Der Blick in die Sterne ist ein Blick in unsere eigene Vergangenheit und Zukunft. Die Reise der Entdeckung hat gerade erst begonnen und es liegt an uns, sie fortzusetzen. Lassen Sie uns gemeinsam die Weiten des Universums erkunden und die Geheimnisse lüften, die es birgt.